Ist Erfolg wirklich harte Arbeit oder geht das nicht auch schneller mit smarter Arbeit? Vielleicht ist alles aber auch nur Glückssache. Oder lässt sich das vielleicht mit Personal Kanban beschleunigen? Das klären wir nach dem Intro. Und damit willkommen zu Produktivhoch 3. Mein Name ist Sascha Feeth und ich bin heute nicht allein, sondern darf Pia Tischer begrüßen. Und damit willkommen, liebe Pia. Hallo, lieber Sascha, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch, denn du bist die Gründerin und CEO von Coveto ATS. Ihr entwickelt eine Software für Bewerbermanagement, speziell für KMUs. Und darüber kannst du uns nachher über die Methode, die ihr verwendet, jede Menge wertvolle Infos für unser eigenes Selbstmanagement geben. Aber zunächst mal, also eine Software für Bewerbermanagement für KMUs, das ist sehr speziell. War das auch dein Kindheitstraum, was du mal, welchen Beruf du mal ausüben willst? Gut, als Kind habe ich nicht gedacht, ich werde mal eine Recruiting- oder Bewerbermanagement-Software entwickeln. Aber was sich tatsächlich so das Thema IT in Verbindung mit Menschen, das zieht sich schon wie so ein roter Faden durch. Ich habe zum Schulbeginn ein Buch geschenkt bekommen, das heißt So leben wir morgen. Und da war, also Schulbeginn war bei mir 1976, da war Internet, Smartphones und so noch, hat noch niemand dran gedacht. Und in dem Buch war beschrieben, wie zukünftig Arbeitssituationen aussehen können, dass man sich über Bildschirm mit jemand unterhält. Und das hat mich so begeistert. Also ich habe das Buch immer mit mir rumgetragen und fand das so spannend. Und meine Mutter hat auch bei Unisys Computer gearbeitet, auch in den 70er schon. Also da war immer so ein gewisses Prickeln da. Und ja, ich glaube, das hat mich schon geprägt und beeindruckt. Von dir kommt das Zitat, ich hoffe, ich gebe es jetzt ungefähr richtig weiter, dass der Erfolg über Nacht kam, das aber nach 15 Jahren harter Arbeit. Genau, und der Erfolg kam plötzlich über Nacht nach 15 Jahren harter Arbeit. Also das hat mich sehr neugierig gemacht. Aber jetzt sagen wir ganz kurz, ihr gehört heute zu den, ich glaube, sind Top 12% der umsatzstärksten Firmen. Und ja. 15 Jahre, ich habe am Anfang die Frage gestellt, ob Erfolg denn jetzt harte oder smarte Arbeit ist. Das klingt ja erstmal ganz klar nach harter Arbeit und nach dranbleiben. Ja, also es ist so ein bisschen wie, wenn man fragen würde, ist es hart, den Mount Everest zu besteigen? Ich glaube ja. Macht es Spaß für die, die es wollen? Im Nachhinein auch ja. Es ist eine Mischung. Also ich glaube, am Anfang haben wir die ersten 6 Jahre sehr hart gearbeitet, ohne Erfolg, und waren ja auch an einem Punkt, den die Amerikaner Rock Bottom bezeichnen, wo nichts mehr ging. Und danach haben wir verstanden, dass man mit smarten Methoden sehr viel mehr erreichen kann. Das macht nicht unbedingt die Arbeit sehr viel leichter, also es ist trotzdem auch eine Anstrengung, aber es hilft sehr, unterm Strich erfolgreich zu sein und auch mit mehr Spaß und weniger Stress an die Arbeit zu gehen, wenn ich die richtigen Instrumente an der Hand habe. Und eins ist ja auch Personal Kanban, wo wir noch ein bisschen später drauf eingehen wollen. Kannst du uns diesen Rock-Bottom-Zustand beschreiben? War das unvermeidlich? Ist das für viele Firmen unvermeidlich? Woran erkenne ich, dass ich auf sowas zusteuere oder dass ich da drin bin? Ja, also ich kann dir ganz genau sagen, wann ich das erkannt habe. Nämlich unser Sohn hatte 2. Geburtstag oder der stand an. Ich wollte zum Geldautomat, wollte Geld holen und dann habe ich kein Geld bekommen, aber dafür wurde die Karte eingezogen. Und das ist so ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt geht nichts mehr, wir brauchen Hilfe. Wir hatten, ich habe das Unternehmen im Jahr 2000 gegründet. Wir haben damals webbasierte Software entwickelt. Das hört sich jetzt nicht besonders innovativ an, war es aber im Jahr 2000. Es gab damals auch noch kein Smartphone und viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, hatten nicht mal eine Webseite oder nur so eine Visitenkarte im Netz. Und da haben wir angefangen, E-Commerce-Lösungen zu entwickeln und Applikationen für Industriebetriebe zum Beispiel. Wir hatten auch zufriedene Kunden und wir hatten auch Aufträge, aber unterm Strich haben wir draufgelegt. Also das Geschäft war nicht profitabel und wir sind immer weiter in die roten Zahlen gerutscht. Und 2006 war eben so ein Punkt, nichts geht mehr. Und wir haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir müssen uns Hilfe von außen holen, weil die Situation war so, ich hatte einen Existenzgründungskredit, für den meine Eltern gebürgt haben. Und ich wollte mit allen Mitteln vermeiden, dass ich
wenn ich selbst schon irgendwie nicht hinkriege, dass ich da andere noch mitreiße. Und also deswegen war Aufgeben keine Option. Wir haben dann Wirtschaftssenioren um Unterstützung gebeten, weil ein Unternehmensberater oder so ist natürlich viel zu teuer, wenn man eh schon kein Geld hat. Die kamen zu uns. Wir hatten damals ein Büro im Souterrain, mein Mann sagt immer Kellerloch, also könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie man sich das vorstellt. Wir saßen da an unseren gebrauchten IKEA-Möbeln. Die Wirtschaftssenioren waren zwei Herren, die kamen rein, wir hatten alles vorbereitet, BWA, also betriebswirtschaftliche Auswertung, und die haben drauf geguckt. Und ich bin, also wer mich kennt, weiß, ich bin ungeduldig, und nach gefühlt halbe Stunde, vielleicht waren es 10 Minuten, habe ich dann gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Was sagen Sie denn dazu? Weil ich war an so einem Punkt, wo ich dachte, die gucken drauf und egal, was die sagen, macht das und das, ich bin bereit, das umzusetzen. Die haben aber drauf geguckt und mir dann gesagt, Frau Tischer, das ist ganz einfach, lassen Sie es sein. Sie werden damit nie erfolgreich werden. Und das ist so, also für einen Unternehmer, wo du auch wirklich deine ganze Zeit, das Herzblut, alles reingesteckt hast, das ist wie so ein Todesurteil. Und ich habe dann versucht, irgendwie Haltung zu bewahren und sage, ja, okay, dann kann man da wohl nichts machen, schicken Sie uns dann eine Rechnung. Und das, also ich werde das nie vergessen, dann sagt er, Rechnung, wir haben Ihre Zahlen gesehen, wir hätten es gerne in bar. Und es waren 50. Ja, jetzt kann ich auch drüber lachen, aber damals, das war wirklich so das Messer rein und nochmal rumgedreht. Gut, dann haben wir denen die 50 Euro in die Hand gedrückt und das war 2006. Und 2007 kam dann noch die Weltwirtschaftskrise, also so wirklich nach dem Motto, gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Okay, und zwar von Experten bestätigt, dass ihr einen Schritt weiter seid, ja? Das ist ja das, genau. Das Fatale. Die haben uns auch so geschubst, über die Klippe geschubst. und im Fall noch den 50-Euro-Schein aus der Tasche festgehalten. Genau. Aber du sagst, ich weiß im Vorfeld aus der Recherche, dass es dann eine zufällige Begegnung gab, die das rumgerissen hat. Also ich habe in der Moderation gesagt, manchmal ist es auch Glück. Was war das denn für eine zufällige Begegnung und wie hat die alles rumgerissen? Irgendjemand Schlaues hat mal gesagt, ein Glück ist auch ein Zufall, etwas, das einem zufällt in dem Moment. Und uns ist dieser Mentor zugefallen, der jetzt nicht gar nicht in der Beratungsposition war oder so, sondern auch jemand, der damals schon ein sehr erfolgreicher Unternehmer in der Softwarebranche war. Mittlerweile hat er sein Unternehmen sehr gewinnbringend verkauft und er ist auch nicht offiziell als Mentor zu buchen oder so. Aber er war durch ein Kundenprojekt auf uns aufmerksam geworden, fand das total spannend, was wir machen. Und wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat uns einfach durch Input geholfen, richtig auf die Spur zu kommen. Weil wir hatten das Wissen, aber die Unternehmensführung, wie du Preisgestaltung machst, wie du dich positionierst, wie du Projekte angehst. Das hat uns einfach gefehlt und da hat er uns ganz viel Input gegeben. Also das war ein ganz wichtiger Gamechanger. Du hattest auch am Anfang gesagt, diese Positionierung für speziell für den Mittelstand mit einem Produkt, das ist auch daraus entstanden. Und also das war ein ganz wichtiger Gamechanger. Wir hatten so zwei wichtige Knackpunkte. Einmal die richtige Positionierung, die richtigen Systeme und den Fokus auf die richtigen Mitarbeiter. Das waren wirklich so die drei Dinge, die uns geholfen haben, in die richtige Richtung zu gehen. Jetzt in dieser Geschichte bisher begegnen uns zwei Punkte, wo sich die Meinungen extrem spalten, wie man damit umgehen soll. Also einen hast du jetzt den Fall, dass etwas nicht funktioniert und alle sagen dir, gib auf. Und jetzt könnte man sagen, naja, ich bleibe dran, ich glaube an meinen Traum, ich mache da weiter. Ja? Oder ich sage, nein, ich bin nicht beratungsresistent, sondern ich höre auf Fachleute. Also diese eine Sache, bleibe ich jetzt am Ball oder höre ich auf die Fachleute, wenn alle sagen, es geht nicht. Und die andere Sache ist, jetzt einen Mentor holen oder eigene Fehler machen. Ja? Also sozusagen bezahlt man das Lehrgeld in Form von lehrreichen Lektionen oder bezahlt man das Lehrgeld direkt an einen Meister, der einem die Fehler gar nicht machen lässt? Wie stellst du dich heute zum Thema dranbleiben versus auf Experten hören und eigene, was dazu passt, eigene Fehler machen oder
sich die Fehler im Vorfeld aufzeigen lassen? Also ich glaube, zum einen, wenn Leute sagen, lass das, das wird nichts, muss man immer gucken, sind das Menschen, die Vorbilder sind, sind das Menschen, die etwas geschafft haben, was ich erreichen will, oder ist es dein Umfeld, die vielleicht selbst alle in einem sicheren Angestelltenverhältnis haben, da Angst vor der Situation und sagen, oh, lass mal lieber, das wird nichts. Also da muss man immer genau gucken, wer gibt mir da Ratschläge und ist die Betonung eher auf Schlag, als dass ich Nutzen davon habe, weil dann hätte ich mich schon gar nicht selbstständig machen dürfen. Ich hatte eine sichere Anstellung bei einer Bank und es haben mich alle für bekloppt erklärt, da von mir aus zu kündigen. Ich glaube, ein Mentor ist ja auch jemand, der von außen sagen kann, ich würde es so und so machen oder ich habe so und so gemacht und das hat funktioniert. Du musst halt selbst immer umsetzen und du machst trotzdem Fehler. Also es war ja auch so, dass wir dann eben Informationen bekommen haben, wie wir etwas verändern können, aber das hat auch nicht sofort funktioniert, weil es ist immer ein sehr komplexes Konstrukt, auch ein Mentor, klar, der hat bestimmt ein paar Knackpunkte, wo man direkt schon etwas verbessern kann. Bei uns war das zum Beispiel so, wir hatten eine katastrophale Zeiterfassung für die Projekte. Wir hatten damals zum Beispiel, wir hatten einen Auftrag angenommen, haben gesagt, ich nenne mal eine Hausnummer, okay, kostet 3.000 Euro. Den Kunden hat es gefreut, aber im Nachhinein haben wir sehr viel länger entwickelt, weil der Kunde noch mit Änderungswünschen kam, es länger gedauert hat, noch Dinge sich verändert haben. Und eigentlich hat uns das Produkt dann 5.000 Euro gekostet, aber wir haben nur 3 in Rechnung gestellt. Und dann musst du aber einen Weg finden, wie können wir das zukünftig besser machen. Also auf einen Mentor hören, ja, aber es wird sich, glaube ich, nicht vermeiden lassen, eigene Fehler zu machen. So. Es klang eben schon das Projektmanagement an und wir haben auch schon ganz oft das Thema smarte Arbeit angedeutet als Konkurrenz zu harter Arbeit oder den zufälligen Begegnungen mit dem Mentor, der einem weiterhilft. Smarte Arbeit heißt für euch ja auch ganz stark Personal Kanban. Ja. Kannst du uns das in einigen wenigen Sätzen erklären? Was meint das? Mhm. Was macht man da? Wie muss man da vorgehen? Ja, also Situation war, du schreibst eine E-Mail an einen Kollegen, Mitarbeiter und sagst, ah, würdest du bitte mal den und die Person anrufen und das klären. Dann liegst du abends im Bett und denkst, ah, ich habe doch diese E-Mail geschrieben. Hat er das gesehen? Hat er geantwortet? Was ist da draus passiert? Also das ist etwas, wo permanent Sachen untergegangen sind früher oder wo man so einen inneren Stress hatte, weil man irgendwie versucht hat, noch zusätzlich zu managen, was ist jetzt eigentlich aus den Sachen passiert. Durch die Einführung von Personal Kanban ist es bei uns so, dass alle Aufgaben aufs Kanban-Board kommen und ich mir selbst Aufgaben legen kann oder meinem Team Aufgaben legen kann. Und für alle, die Personal Kanban noch nicht kennen, man kann sich's vorstellen wie eine dreidimensionale To-Do-Liste. Also in der klassischen To-Do-Liste habe ich ja so alles untereinander stehen, was ich tun möchte. Im Personal Kanban habe ich einen Backlog. Da sind alle Dinge, die getan werden müssen. Dann gibt es die Spalte, was ist gerade in Arbeit, wo bin ich dran und welche Dinge sind fertig, beendet. Das nennt sich auch Belohnungsspalte, weil es ein tolles Gefühl ist, wenn ich so eine Aufgabe habe und die auf die Belohnungsspalte ziehen kann. Das ist wie, wenn man auf der To-Do-Liste was durchstreicht. Und wir haben hier im Unternehmen, wir sind 23 Leute, jeder sieht das Kanban-Board von jedem. Ich kann immer genau sehen, welche Aufgaben sind bei wem offen. Und kann eben Aufgaben an andere geben oder bekomme Aufgaben von anderen. Aber es gibt nicht irgendwo da noch eine Excel-Liste oder eine Papierliste oder einen Outlook-Ordner. Wir lösen das alles übers Kanban-Board. Und ein Kanban-Board ist auch in unserer Software mit drin. Ich finde, das Tolle an Kanban ist auch, es gibt eigentlich nur zwei Regeln. Visualize your work. Also alles, was getan werden muss, muss eine Kanban-Karte haben. Und das ist schon ein befreiendes Gefühl, das kann ich auch jedem nur als Tipp geben, einmal jede Aufgabe aufschreiben, weil wenn du irgendwie am Schreibtisch bist und hast neben so einen Stapel und denkst, ob da noch was drin schlummert, was dann plötzlich aufploppt und ja zu spät ist oder zu dringend ist, also visualize your work, einmal alles aufschreiben und limit your work in progress. Die Dinge, die ich gleichzeitig tue, sollte ein bestimmtes Limit, 3 bis 5 Aufgaben nicht überschreiten.
Und erst wenn ich eine Aufgabe beendet habe, kann ich auch wieder eine neue anfangen. Und das ist, wir haben uns so viele Zeitmanagement, Produktivitätssysteme angeguckt und Personal Kanban ist einfach, wenn man es richtig macht, die ideale Lösung und für uns ein absoluter Produktivitätsbooster. Ich hatte ein breites Grinsen auf den Lippen, als du zu Visualize Your Work gesagt hast, schreib alles auf. Denn schreib alles auf ist vielleicht der am meist gesagte Satz hier in diesem Podcast und da könnte man sogar mal ein Trinkspiel draus machen oder sowas, wobei ich immer einen anstiften möchte. Wer sich aufgeschrieben hat, muss einen Schnaps trinken, oder? Nee, immer wenn ich sage, schreib alles auf, oder wenn hier im Podcast jemand sagt, schreib alles auf, dann, ja. Dann trinke ich mal einen Schluck. Ich rate eigentlich davon ab, dass, ja, aber mit Wasser, ne? Du hast jetzt, glaube ich, keinen Schnaps mehr in der Tasse. du hast es eingeführt, das Beispiel, oder die Methode, mit dem Fall, dass man etwas wegdelegiert. Jetzt hat also jede Person hat ihr eigenes Kanban-Board und du kannst sehen, was im anderen Kanban-Board vor sich geht. Das heißt, damit löst du jetzt also den Fall, dass du nicht sicher bist, ob der oder die Delegationsempfängerin die Aufgabe entgegengenommen hat, ob sie sich darum kümmern wird oder ob sie sich gerade schon darum kümmert. Also diese Transparenz, die macht dir die Delegation einfacher. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Wobei wir hier intern, also ich benutze immer den Begriff Delegation oder Delegieren, weil das die meisten kennen. Wir sprechen hier davon, ich übertrage die Verantwortung. Weil Delegieren ist so ein bisschen wie, okay, ich wollte es nicht machen, ich lasse es jemand anders machen. Und wir sagen, wir übertragen die Verantwortung. Das heißt, wenn ich sage, ich habe eine Aufgabe, die ich selbst jetzt nicht machen kann, warum auch immer, dann übertrage ich die an jemand anders. Und dann gibt es hier auch eine wichtige Regel, die, glaube ich, auch für alle, die sich damit beschäftigen wollen, ganz, ganz wichtig ist. Wir sagen immer, das ist die dunkle Seite der Macht, wenn nämlich, was oft passiert, ich übergebe dir eine Aufgabe und du denkst, ach, da komme ich jetzt nicht dazu, ich gebe es einer anderen Person und die gibt es dann wieder weiter. Also oft werden dann delegierte Aufgaben weiter delegiert und das endet dann im Nirgendwo. Das ist immer so, wenn ich die Aufgabe an jemand übergebe und er kann es nicht lösen, dann muss er immer das direkt an mich zurückgeben und nicht weitergeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Mir gefällt das sehr gut, dass du das Wort Delegieren in Verantwortung übertragen umgemünzt hast. Denn die häufigste Reaktion, wenn man zu jemandem, der völlig überlastet ist, sagt, da musst du halt, wenn man delegieren. Jetzt sagt delegieren, dann heißt es immer, bis ich den anderen das erklärt habe, habe ich es schneller selbst gemacht. Ja, und das ist da kann man auch einen Trinkspruch, also ein Spiel draus machen. leider war. Und gleichzeitig hat man dann ja dieses Nachverfolgen und man muss das Ergebnis kontrollieren, weil halt Delegieren im klassischen Sinn immer so assoziiert wird mit, da muss jetzt halt jemand anderes den Acker umgraben, ne? Aber sozusagen, ich bin der schlaue Mensch, der das Feld bestellt und die anderen dürfen die Grabarbeit machen. Aber wenn man Verantwortung überträgt, ja, und Verantwortung für das Ergebnis überträgt, dann ist diese Befürchtung, die hat sich relativ schnell verflüchtigt. Mhm. Also ihr habt dieses Kanban-Board, das habt ihr auch bei euch in der Recruiting-Software drin, richtig? Genau. Habt ihr das zuerst implementiert und dann habt ihr gesagt, das können wir auch für unseren Alltag benutzen? Oder habt ihr es zuerst für euren Alltag entdeckt und dann gesagt, das brauchen unsere Kundinnen und Kunden auch? Genau so rum. Also wir hatten es für uns entdeckt und haben es dann in einer der späteren Versionen auch in die Recruiting-Software implementiert, weil Recruiting tatsächlich oder der ganze Prozess Mitarbeitergewinnung von dem Stellenanzeigenmarketing, den eingehenden Bewerbungen, der Kommunikation mit Bewerber und den Fachabteilungen bis hin zur Einstellung, Absage oder Aufnahme in den Bewerberpool ist sehr, 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 sehr komplex. Und da bietet sich das natürlich an, über Kanban das Ganze zu vereinfachen. Bildet ihr über das Kanban auch interne Ticketsysteme ab? Also gibt es Boards, wo Aufgabe im Backlog, also in der Es muss noch erledigt werden Spalte stehen, wo mehrere Leute drauf zugreifen können und es entscheidet jetzt halt sich irgendjemand dafür, sich das Ticket oder die Aufgabe zu schnappen und beginnt damit? Oder hat jeder wirklich nur sein eigenes Board?
Also das ist unterschiedlich. Wir haben auch nicht nur ein Board, sondern unterschiedliche Boards für unterschiedliche Teams, wobei die auch übergreifend genutzt werden können. Und wo ist dieses Ticketsystem, haben wir im Support, dass man eben sieht, was reinkommt, dann können sich mehrere Leute aus dem Backlog holen. In anderen Teams ist es wieder so, es gibt eben feste Aufgaben für feste Personen. Jetzt mal ganz kurz zu deinem persönlichen Kanban-Board. In einer der letzten Podcast-Folgen habe ich das Beispiel gebracht, dass ein Spieleabend veranstaltet wird. Man denkt den ganzen Tag dran, ich muss noch Chips kaufen. Man fährt nach Hause. 5 Minuten vor dem Spieleabend fällt einem ein, ich habe keine Chips gekauft. So. Mhm. Würde in deinem Personal Kanban-Board auch stehen, Chips kaufen auf dem Heimweg? Mein Kanban-Board ist für alle einsehbar und da steht auch alles drin. Mhm. Also du strukturierst dich auch privat damit. Ja, also Chips kaufen würde ich so lösen, dass ich mir einen Wecker stelle. Ich weiß, ich gehe um 6 und dann stelle ich mir 17.30 Uhr einen Wecker mit Chips holen. Dann würde ich es nicht vergessen. Aber ansonsten andere Dinge, private Steuererklärung abgeben oder so. Also das steht da alles drauf und das kann auch jeder sehen. Also alles, was keine harte, termingebundene Kalenderlandschaft ist, wandert dann wirklich in ein Kanban. Auf jeden Fall. Das ist auch genau die Grenze, das ist wichtig, weil das manchmal schwierig ist am Anfang für Menschen, die damit beginnen, was ist eine Aufgabe und was schreibe ich in Kalender. Aber du hast das sehr gut formuliert. Ein Kalender ist, wenn ich heute um 9 Uhr einen Termin mit dir habe, dann steht das im Kalender. Wenn ich den vielleicht vorher mich aufs Gespräch vorbereiten will, dann könnte das auch eine Aufgabe sein, die auf dem Board steht. Mhm. Okay. Mit einer Deadline. Also wir arbeiten auch mit den Karten mit Deadlines und mit verschiedenen Prioritäten, damit es ein bisschen sortiert ist. Okay. Jetzt ist der Blick auf dieses Kanban-Board ist ja sehr stark Projekt- und Einzelaufgaben getrieben, wobei die Einzelaufgaben ja dann immer zu einem Projekt oder zu so einer, man nennt die da ja auch Swimlanes gehören. Mhm. Wie bildet ihr in eurer Methode sowas wie Ziele und Visionen ab? Mhm. Wir arbeiten ganz stark mit, also Ziele und Visionen, du hast gut beschrieben, sind bei uns auch zwei unterschiedliche Bereiche. Wir haben hier im Team oder mit allen Teams, donnerstags ist unser KPI-Tag, Key Performance Indicator oder Kennzahlen. Da treffen wir uns mit jedem Team eine halbe Stunde und gucken uns an, wie ist die letzte Woche gelaufen. Wir haben dann Dashboards, die aus unserer Arbeit entstehen, auch durch das Generieren zum Beispiel von Tasks, dass ich sehe, wie war die Auslastung von Support, wie viele Wünsche gab es, wie viele Leute haben Lob ausgesprochen, wo hat was nicht gepasst. Also wir haben für jedes Team ein Dashboard, wo wir sehen, ja, wo stehen wir aktuell und wo ist vielleicht Bedarf zu reagieren. Oder wo können wir uns freuen, dass die Woche sehr gut gelaufen ist. Darüber hinaus haben wir das, was wir BHAG nennen, Big Hairy Audacious Goal, ein großes, haariges, kühnes Ziel, das wir mit dem Team festgelegt haben, wo wir wissen, wo wollen wir hin, wie viel Kunden wollen wir in den nächsten 5, 6 Jahren gewinnen, wie soll uns das gelingen. Und das haben wir auch, also wir machen jeden Mittag um 12:30 alle gemeinsam Mittag und dann haben wir auch so ein großes Banner, wo wir alle unterschrieben haben, wo unser Big Hairy Audacious Goal drauf definiert ist. Aber ansonsten gucken wir immer in kleinen Schritten, weil es gibt ja diesen Spruch, wie isst man einen Elefanten? Oder die Frage in kleinen Stücken. Und wir haben dieses große, kühne Ziel, aber wir gucken immer von einer Woche auf die nächste. Was ist unser Flaschenhals? Oder wir sprechen von Rocks. Was ist der nächste Stein, den wir aus dem Weg räumen müssen, damit wir weiterkommen? Sehr schön. Du hast die Spalte der fertigen Aufgaben Belohnungsspalte genannt. Ja. Wenn jetzt so eine Karte virtuell in die Belohnungsspalte wandert und ich mich dann natürlich auch drüber gefreut habe und das Wohlwollen zur Kenntnis nehme, was ich geschafft habe, was passiert mit der Karte anschließend? Also es ist so, bei uns kannst du selbst konfigurieren, wie lange möchte ich das dort noch sehen? Soll das ein Tag stehen, 2, eine Woche? Ansonsten ist es so, dass die Aufgabe ja ursprünglich immer zu einem Bewerber oder zu einem Kunden gehört. Und ich habe dann in dem Historieneintrag des Kunden bleibt ja dieser Task als erledigt erhalten, sodass das nachher noch nachvollziehbar ist. Okay, verstehe. Jetzt kommt dieses ganze Thema Kanban ja
auch ganz, ganz stark in der Softwareentwicklung vor und ihr macht ja auch Softwareentwicklung. Ja. Gibt es weitere Lektionen aus der Softwareentwicklung, die du auf eure nicht softwarespezifische Arbeit übertragen konntest? Also weitere Prinzipien, die man sich aus der Softwareentwicklung entlehnen kann? Es gibt so einen Spruch, den mal ein Kunde zu uns gesagt hat. Also wir waren auch in einem Projekt, da ging es um eine Internetseite. Und dann war das, dann hat jemand aus der einen Abteilung angerufen, ja, der Knopf soll doch jetzt nach links oder nach rechts oder ah, da haben wir ein Foto drin, das müsste ausgetauscht werden. Der Text, der soll nochmal überarbeitet werden. Also es wurde nie fertig und das zog sich in die Länge. Dann rief der Geschäftsführer an und hat gesagt, jetzt reicht's. Lieber 80% jetzt als 100% nie. Die Webseite geht jetzt online. Und ich habe ihn dann später, Wochen später, bei einer IHK-Veranstaltung gesehen. Da sagt er, Gott sei Dank sind wir online gegangen. Das war ein Automobilzulieferer. Wir konnten Volvo gewinnen, die über unsere Webseite zu uns gekommen sind. Und ich glaube, dieses lieber 80% jetzt als 100 nie ist etwas, wo man sagen muss, funktioniert alles? Ist es fehlerfrei? Dann gehe ich auch damit auf den Markt. Oder gebe es auch an die Kunden raus, weil die werden auch noch Ideen haben, das weiterzuentwickeln. Ganz oft verstrickt man sich in da noch ein Häkchen und hier noch was anpassen und das habe ich noch nicht. Und dann sind das diese berühmten Projekte, die immer 80% fertig werden, aber die das Licht der Welt erblicken. Deswegen bei 80% raushauen. Okay. So, jetzt seid ihr schon in den Top 12% der umsatzstärksten Unternehmen. Was jetzt? Was ist eure Next Action oder das nächste Projekt, die nächste Vision, die euch antreibt? Also der Umsatz ist ja etwas, was sich daraus ergibt oder was sich durch unsere Arbeit ergibt. Was wir auf jeden Fall möchten, wir möchten, haben weiter unseren Fokus auf mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und Schweiz, die wir dabei unterstützen wollen, die richtigen Mitarbeiter zu finden und im Unternehmen zu halten, weil wir neben der Software ja ganz viel Wissensangebote haben in Form von Podcasts, Webinaren, Seminaren, Büchern. Denn Software ist eine Sache, Wissen ist die andere. Wenn du dir heute jetzt ein Kundenbeziehungsmanagement oder ein CRM eben anschaffen würdest, hast du ja auch nicht automatisch dadurch Kunden und oder mehr Umsatz. So ist es ein bisschen mit der Recruiting-Software auch. Es gehört das Wissen dazu. Und hier wollen wir einfach permanent mehr Unternehmen erreichen. Okay. Also dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Es gäbe jetzt noch ganz viele Aspekte oder ganz viele Folgefragen, die mich als Produktivitäts-Nerd jetzt umtreiben, die ich dir gerne rauskitzeln würde. Und das geht wahrscheinlich allen, die zuhören, genauso. Deswegen die Frage an alle, die jetzt gerne mehr von dir, von Coveto ATS und so weiter erfahren würden. Was ist der beste Weg, das zu tun? Ja, es gibt einmal meinen Podcast, wir sind ja Podcast-Kollegen, streng vertraulich, Unternehmergeheimnisse findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Gern da reinhören, weil da erzähle ich ganz viel aus unserem Alltag mit dem Schwerpunkt, bisschen Schwerpunkt Recruiting, aber auch zu Prozesse, Produktivität. Und wer sich für das Thema Recruiting interessiert, es gibt den 1-Minuten-Recruiter, das ist wirklich so ein DIN A4, 500 Gramm schweres Buch, wo 60 1-Minuten Recruiting-Impulse drin sind. Und das haben wir ja vereinbart, dass wir das deinen Zuhörern schenken. Du wolltest das, also es wird in die Shownotes gepackt. Wer gerne den 1-Minuten-Recruiter haben möchte, ist auch so ein kleines Erfolgsjournal inkludiert. In die Shownotes gucken, bestellen und 100% gratis bekommt ihr das nach Hause geliefert von uns. Genau, das packen wir in die Shownotes, in die Videobeschreibung, ebenso deinen Podcast. Und du hast auch ganz explizit Folgen zu Personal Kanban da drin. Die werde ich auch nochmal highlightartig zusätzlich zum allgemeinen Podcast-Link aussuchen und dazu packen. Pia, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Sascha. Und damit auch danke an alle, die uns heute zugehört haben. Ich wünsche euch wie immer eine stressfreie, produktive Woche, bis wir uns das nächste Mal hören oder seit neuestem auch auf YouTube sehen können. Vielen Dank und liebe Grüße an alle, die zugehört haben.